Heute für euch das Leben von Alistair Mad-Eye Moody. Alistair Mad-Eye Moody ist einer der interessantesten Charaktere der gesamten Harry Potter-Reihe. Im heutigen Video werden wir einen tieferen Einblick in seine Person und seine Geschichte bekommen. Viele dunkle Zauberer fürchteten ihn, denn er war einer der berühmtesten Auroren, der einen großen Teil der Verbrecher, die in Azkaban sitzen, dort platziert hat. Die Rede ist natürlich von Alistair Mad-Eye Moody. Im heutigen Video schauen wir uns seine Lebensgeschichte ein wenig genauer an und analysieren seine Figur und seine Persönlichkeit. Auf dieses Video habe ich mich schon sehr gefreut, da er ein wirklich interessanter Charakter ist. Bevor wir aber damit beginnen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und wenn ihr noch mehr über das Harry Potter-Universum wissen wollt, schaut euch gerne auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Alistair Mad-Eye Moody war ein berühmter Auror, der in der Zaubererwelt für seine unglaubliche Tapferkeit und seinen Sinn für Gerechtigkeit bekannt war. Er wurde am 8. August 1925 in Schottland geboren und wuchs in einer Familie von Zauberern auf. Sein Vater und seine Mutter waren beide Auroren, wie viele seiner Vorfahren. Die Familie Moody war besonders bekannt für ihre guten Auroren in der Familiengeschichte. Moody war von Kindheit an von der Arbeit seiner Eltern fasziniert und zeigte früh Interesse an der Karriere als Auror. Moody hat seinen Zauberstab irgendwann gekauft oder geerbt, bevor seine formelle magische Ausbildung begann. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, aber sein Haus ist in den Aufzeichnungen des Ministeriums nicht verzeichnet. Er war jedoch als exzellenter Student bekannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Mad-Eye ein Slytherin gewesen sein könnte, aufgrund seiner direkten Art und seinem praktischen Ansatz. Er war aber auch sehr intelligent und tapfer, was Ravenclaw und Gryffindor auch nicht ausschließt. Moody trat 1945 im Alter von 17 Jahren in das Zaubereiministerium ein und arbeitete in der Abteilung für magische Strafverfolgung. Im Laufe seiner Karriere bekämpfte er viele dunkle Zauberer, darunter auch Todesser, und wurde dabei oft schwer verletzt. Moody kämpfte während seiner Zeit als Auror vor allem gegen Lord Voldemort und seine Todesser. Er war ein wichtiges Mitglied des Orden des Phönix, angeführt von Albus Dumbledore im Kampf gegen Voldemort. Durch seine Bemühungen wurde die Hälfte aller Zellen in Azkaban von Todessern besiedelt, die er gefangen genommen hatte. Während des Ersten Zaubererkrieges kämpfte Moody ebenfalls als Mitglied des Orden des Phönix gegen Voldemort und seine Anhänger. Er erhielt den Orden von Merlin, erster Klasse, für seine Tapferkeit im Kampf. Während der Krieg andauerte und sich die Situation zuspitzte, gab das Zaubereiministerium seinen Auroren die Erlaubnis, unverzeihliche Flüche gegen Todesser anzuwenden. Eine Erlaubnis, die es noch einige Zeit nach Voldemorts Machtverlust gab. Es war bekannt, dass Moody eine Reihe von Voldemorts Anhängern getötet hatte, einschließlich Even Rosier, aber er vermied es natürlich, dies zu tun, sofern es möglich war. Es wird angenommen, dass seine Aktivitäten während des Ersten Zaubererkrieges und seiner Zeit als Auror dazu führten, dass Moody ein Bein, ersetzt durch ein Holzbein, und ein Auge, ersetzt durch eine Zauberprothese, verlor. Seine Arbeit führte auch zu erheblichen Narben im Gesicht, einschließlich des Verlustes eines Nasenstücks im Kampf mit Even Rosier. Nach dem Krieg kehrte Moody zur Abteilung für magische Strafverfolgung zurück und wurde schließlich zum Leiter der Abteilung ernannt. In dieser Position arbeitete er hart daran, dunkle Zauberer zu fangen und zu bestrafen. Irgendwann zog sich Moody aus dem aktiveren Dienst zurück, obwohl er zu diesem Zeitpunkt als der bekannteste und beste Auror aller Zeiten galt. Zusätzlich nahm er Nymphedora Tonks als seine Schülerin. Mad-Eye nahm Igor Karkaroff einige Zeit nach 1981 gefangen und der Todesser wurde nach Azkaban geschickt, bis Karkaroff die Namen einiger seiner Todesser-Freunde gegen eine leichtere Strafe preisgab. Moody war bei Karkaroffs Prozess anwesend, als der frühere Todesser die Namen von Antonin Dolahoff, Even Rosier, Travers und Severus Snape erwähnte, die alle bereits getötet, gefangen genommen oder überstellt worden waren, bis er den Namen Augustus Rookwood nannte. Rookwood war tatsächlich ein Todesser und ein Doppelagent, der das Ministerium für Voldemort ausspionierte. Dies war eine hilfreiche Neuigkeit für das Ministerium, aber Karkaroff wurde nach Azkaban zurückgeschickt, bis eine Überprüfung von Rookwoods Fall abgeschlossen war. Als sich Karkaroffs Behauptungen bewahrheiteten, wurde er freigelassen und übernahm die Position des Direktors des Durmstrang-Instituts.
1994 wurde Moody von Albus Dumbledore überzeugt, seinen Ruhestand zu pausieren und an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu arbeiten. Vor Beginn des Schuljahres wurde Moody jedoch auf Befehl von Voldemort in seinem Haus von Barty Crouch Jr. und Peter Pettigrew angegriffen und entführt. Moody erwies sich als schwieriger zu fangen als ursprünglich angenommen und führte einen heftigen Kampf, der seine Muggelnachbarn alarmierte, die jedoch nicht eingreifen konnten. Später wurde Moody jedoch überwältigt und in seinen eigenen magischen Koffer eingesperrt. Dies geschah im Rahmen von Voldemorts Plan, die Macht wiederzugewinnen. Zu diesem Zweck nahm Barty Crouch Jr. mit Vielsafttrank die Form von Moody an, um ihn in Hogwarts zu ersetzen, und täuschte erfolgreich Mitarbeiter und Schüler. Barty Crouch Jr. trank regelmäßig Vielsafttrank aus Moodys Flasche, in Anlehnung an den echten Moody, und lebte viele von Moodys normalen Gewohnheiten aus. Auf diese Weise konnte er sich fast das ganze Jahr über als Moody ausgeben, ohne Verdacht zu erregen. Währenddessen hat Crouch seinen Teil zu Voldemorts Plan beigetragen. Moodys Leben wurde verschont, weil Crouch seine Haare brauchte, um den Vielsafttrank herzustellen, und Moody für sein Verhalten, seine Muster und dergleichen befragen wollte, damit Crouch ihn erfolgreich imitieren konnte, während er Moody unter dem Imperius-Fluch gefangen hielt. Crouch als Moody arbeitete hart und benutzte all seine List, um sicherzustellen, dass Harry Potter in das Trimagische Turnier eintrat und bis zur dritten Aufgabe aufstieg. Dabei benutzte Voldemort Harry Potter, um in seinen eigenen Körper mit all seinen Kräften wieder zurückzukehren. Als Crouch nach Harrys erfolgreicher Rückkehr davon erfuhr, versuchte er Harry zu ermorden, aber Dumbledore, Minerva McGonagall und Severus Snape hielten ihn auf. Die Professoren warteten geduldig darauf, dass der Vielsafttrank nachließ, und enthüllten Crouchs wahre Form. Unter dem Einfluss von Veritaserum gab er alles zu, und Moody wurde aus seinem Koffer befreit. Nachdem er sich im Krankenflügel erholt hatte, kehrte Moody gesund zurück, war aber zu seiner Sicherheit, wenn möglich, noch paranoider als zuvor. Sein Auge blieb gelegentlich hängen, weil Crouch es getragen hatte. Nach diesem Vorfall kehrte er nicht nach Hogwarts zurück. Im Laufe seiner Karriere wurde Moody oft als paranoid und ungewöhnlich bezeichnet, aber seine Erfolgsbilanz spricht für sich. Moody war für seine extreme Vorsicht und sein Misstrauen gegenüber Fremden bekannt. Dies wurde durch das Trauma verstärkt, das er während seiner vielen Einsätze für das Zaubereiministerium erlitten hatte. Trotz seiner Paranoia war Moody auch für seine Tapferkeit und seinen Kampfgeist bekannt. Moody war immer bereit, für das einzustehen, was er für richtig hielt, und hatte eine sehr strenge Einstellung gegenüber Kriminellen und Todessern. Er war auch dafür bekannt, dass er keinerlei Toleranz für Fehlverhalten seiner Schüler hatte und ein sehr anspruchsvoller Lehrer war. Er war eine Legende in der Zaubererwelt und wurde von vielen als der beste Auror seiner Zeit angesehen. Kommen wir jetzt einmal zu Moodys Aussehen. Besonders durch sein markantes und einschüchterndes Äußeres war Moody eine imposante Persönlichkeit. Es wurde beschrieben, dass Moody eine knurrende Stimme hatte und aussah, als wäre sein Gesicht grob aus Holz geschnitzt. Aufgrund von Verletzungen aus seiner langen Karriere als Auror war es mit Narben bedeckt und ein Stück seiner Nase fehlte. Er hatte dunkelgraue bis ergraute Haare. Er hatte ein Holzbein, von dem beschrieben wurde, dass es einen Klauenfuß habe. Seine Augen wurden jedoch als sein schockierendstes Merkmal beschrieben. Eines war klein und dunkel, während das andere ein lebhaftes, elektrisches, blaues, magisches Auge war, das sich unabhängig von seinem normalen Auge bewegte und ihm den Spitznamen Mad-Eye Moody gab. Dieses Auge konnte durch Gegenstände, Unsichtbarkeitsmäntel und den Hinterkopf durchsehen. Jetzt kommen wir einmal zu seiner Persönlichkeit, und jetzt wird's interessant. Alistair Moody war hart, mutig und ein hervorragender Kämpfer. Er hatte eine schroffe, mürrische Ausstrahlung. Im Laufe seiner Karriere hatte er viele gefährliche Erfahrungen gemacht und war deshalb paranoid und hatte viele Wahnvorstellungen. Moody bereitete alle seine Mahlzeiten zu und trank nur aus seiner persönlichen Flasche, damit ihn niemand vergiften konnte. Er misstraute auch den meisten Menschen sehr und achtete sehr darauf, wem er Tatsachen über sein persönliches Leben mitteilte, denn daraus war fast nichts bekannt. Jetzt kommen wir einmal zu seinen Kräften und seinen Fähigkeiten. Moody ist ein äußerst mächtiger Zauberer und Beherrscher einer breiten Palette von Zaubersprüchen und Zaubertränken, wie zum Beispiel den dunklen Künsten. Als ehemaliger Auror und Mitglied des Orden des Phönix ist Moody sehr erfahren in der Bekämpfung dunkler Zauberer und kann deren Methoden und Taktiken erkennen und auch bekämpfen. Und magische Ausrüstung hat er auch.
Moody verfügt über eine Vielzahl von magischen Geräten, einschließlich das Auge des Mad-Eye, das ihm erlaubt, durch Wände zu sehen und versteckte Gegenstände und Personen aufzuspüren. Es gibt noch einige Punkte zu beachten, zum Beispiel körperliche Stärke und Ausdauer. Moody ist ein äußerst fähiger Kämpfer und hat eine außergewöhnliche Ausdauer und Härte. Er überlebte mehrere schwere Angriffe und wurde oft verletzt. Strategisches Denken. Moody ist ein Meister der Taktik und ein brillanter Stratege. Er ist in der Lage, schnell und präzise Entscheidungen zu treffen und seine Fähigkeiten und Ressourcen effektiv zu nutzen, um schwierige Situationen zu bewältigen. Es ist jedoch zu beachten, dass einige dieser Kräfte und Fähigkeiten möglicherweise durch seine körperliche und physische Belastung während seiner Gefangenschaft und Folter während des ersten Zaubererkrieges beeinträchtigt wurden. Und wie schon gesagt, war Moody sehr, sehr paranoid. Sogar vor seinen Kollegen und Vorgesetzten im Zaubereiministerium verbarg er wichtige Informationen wie sein Geburtsort, sein Geburtstag und das Hogwarts-Haus. Letzteres wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass das Haus einige seiner wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale identifizieren könnte, was es dem Feind leichter macht, Schwächen in seiner psychologischen Abwehr zu finden. Trotz seinem Misstrauen war Moody ein mutiger Mensch. Er zögerte nie, sich den mächtigen dunklen Zauberern zu stellen, einschließlich Lord Voldemort. In der Tat beinhaltete sein Plan, Harry in Sicherheit zu bringen und sich selbst nicht als Harry auszugeben, da er wusste, dass Voldemort ihn dadurch wahrscheinlicher verfolgen würde. Dies zeigte sowohl das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten als auch die Bereitschaft, den Rest der Ordensmitglieder vor Voldemort zu schützen. Es ist wahrscheinlich, dass er wusste, dass er während dieser Begegnung leicht getötet werden könnte, was darauf hindeutet, dass er den Tod nicht fürchtete. Moody war zu seiner Zeit ein großartiger Zauberer und der effektivste dunkle Zaubererjäger, den das Zaubereiministerium jemals hatte. Er hatte die Fähigkeit, wie ein dunkler Zauberer zu denken, was ihm half, so viele von ihnen aufzuspüren und festzunehmen. Er war auch ein treuer Freund und Unterstützer von Albus Dumbledore und einer der mächtigsten und zuverlässigsten Verbündeten des Orden des Phönix. Moody starb schließlich im Kampf gegen die Todesser vor der Schlacht von Hogwarts im Jahr 1998. Sein Vermächtnis lebte jedoch weiter und sein Einfluss auf die Zauberergemeinschaft war unbestreitbar. Der nächste Leiter des Orden des Phönix nach Moody wurde Remus Lupin. Moodys lebloser Körper wurde schnell von den Todessern gefunden, die diesen beseitigt hatten. Bill Weasley und Remus Lupin gingen auf die Suche, um Moodys Körper zu bergen, scheiterten aber, da es angesichts der Dunkelheit und der Verwirrung der Schlacht schwierig gewesen war zu wissen, wo Moody gefallen sein könnte. Insgesamt ist Moody eine bemerkenswerte Figur in der Harry Potter Buchreihe, die für ihre Entschlossenheit und ihre Loyalität gegenüber dem Guten bekannt ist. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über Alistair Mad-Eye Moody oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare und lasst uns drüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.